Hi zusammen! Heute mache ich ein Update meiner Schminkecke, wo ich euch ein paar Organisationstipps geben möchte. Es wurde sehr oft angefragt und deswegen dachte ich, ich mache das mal. Ich habe nämlich auch ein bisschen was verändert und das wollte ich euch in diesem Video zeigen. Und ich wollte noch sagen, entschuldigt, dass ich heute ein bisschen messy aussehe. Heute ist nämlich Gammelsonntag und demnach hatte ich nicht so großartig Bock, mich zurechtzumachen für dieses Video. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Viel Spaß! Und bevor es im Detail losgeht, wie immer ein kleiner Rundumblick. Ich beginne hier rechts und schwenke mal komplett rüber. Da ist mein Schminktisch und Schreibtisch. Und ja, wir beginnen dann da hinten dort bei diesem neuen Regal. Dieses kleine, ich glaube Plexiglas-Regal, ich bin mir da nicht so ganz sicher, habe ich mir nämlich bei Muji gekauft. Und das ist so ein Store, da gibt es alles Mögliche. Das kann man nicht nur Krimskram-Store nennen, weil dort gibt es zum Beispiel auch Klamotten und allerlei Dinge. Und einen Store gibt es zum Beispiel auch in Düsseldorf. Und falls ihr euch für Muji interessiert, da könnt ihr mal bei Google schauen, wo es den nächsten Store da gibt. Und da habe ich mir halt dieses System geholt. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Schubladensystem, aber ich habe es halt umfunktioniert als Mini-Regal für meine Parfüms und hauptsächlich für meine Harajuku Lovers-Sammlung. Und ja, Harajuku Lovers-Düfte kriegt ihr zum Beispiel auch bei Amazon.de. Eine Zeit lang gab es die auch bei TK Maxx, aber mittlerweile habe ich die dort schon lange nicht mehr gesehen. Und das war auch relativ teuer. Also über 20 Euro hat das schon gekostet, dieses kleine Aufstelldingens. Und dann habe ich relativ neu diese Box, die habe ich mir bei Nanunana gekauft, hatte ich auch in meinem Food- und Lifestyle-Haul gezeigt. Ich komme mal ein bisschen näher. Und da sieht man nicht ganz genau, was da drauf ist. Eigentlich ist da halt auch noch so ein schönes Kosmetik-Motiv drauf und dort habe ich noch auch ein paar Parfüms. Ich weiß, man soll Parfüms, also Düfte, nicht am Fenster aufbewahren, wegen der Sonneneinstrahlung. Das macht die nicht so lange haltbar. Am besten sollte man die im Karton noch weiter aufbewahren, in der Schublade, wo die schön vor dem Licht geschützt sind. Aber, naja, ich habe es jetzt für die Winter-Herbstzeit jetzt mal hier aufgestellt und im Sommer werde ich es wieder umstellen und ich lasse es halt dann drauf ankommen. Und in diese Vase dahinter, in diese weiße hier, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr mich länger abonniert habt, da habe ich ein paar pinke Pinsel reingetan und dann so eine Plastikblume als Deko. Und dann habe ich hier links etwas, was wie eine Art Vogelkäfig ausschaut. Es ist aber tatsächlich ein Lampenschirm und den habe ich jetzt zweckentfremdet, um dort meinen Schmuck aufzuhängen. Und ja, hat sich ganz gut bewährt, aber ist jetzt doch nicht die ordentlichste Aufbewahrung. Aber ich finde, das sieht ganz schick aus. Und wenn man halt weniger Schmuck hat als ich, dann ist das auch übersichtlich. Aber ich überhäufe das Ding immer und sortiere das nicht und räume das nicht auf. Deswegen ist hier alles vollgehängt mit Schmuck. Und ja, hatte ich mir gekauft im TK Maxx. Und hier sieht man auch so schöne Details wie zum Beispiel die Schmetterlinge. Fand ich total schön. Hat auch 24,99 Euro gekostet, also nicht gerade super günstig, aber ich bin so lange drum rumgeschlichen und ich dachte mir, bevor es jetzt jemand anderes kauft und ich es bereue, kaufe ich das. Darunter habe ich dann so eine Spiegelplatte hingelegt und ich finde, das sieht auch ganz gut aus, obwohl man davon jetzt nichts mehr sieht, weil es komplett bedeckt ist. Das hier, diese Aufbewahrungsschmuckbox, die kennt ihr schon, wenn ihr meine anderen Schminksammlungsvideos geschaut habt. Die ist auch von TK Maxx. Die hat sogar über 40 Euro, glaube ich, gekostet. Und da ist hier oben sind meine Steckohrringe drin. Da habe ich in die Schublade einfach so Styropor reingelegt und dann kann man die ganz praktisch da reinstechen. Und ja, so kann man sich das übersichtlicher gestalten. Darunter habe ich noch mehr und da drin, Moment, ich tue mal die Kerze weg. Da drin habe ich dann noch mehr und meine Ringe zum Beispiel und Sonnenbrillen ein paar und so. Und ja, dann würde ich sagen, drehen wir uns komplett nochmal nach rechts auf den Schreibtisch. Und diesen Schreibtisch, den habe ich zum Teil von IKEA, also hauptsächlich das Schubladensystem, der Tisch an sich, dieses Gestell für den Monitor, den Spiegel. Das ist alles von IKEA. Ich weiß die ganzen Bezeichnungen leider nicht mehr davon. Und der Rest, also die Rückwand, die weiße und die Ablage, das hat mein Freund selber dran gebaut. Genauso wie die Lichter. Und die Lichter, die sind von Obi, diese Neonleuchtröhren. Und ja, schauen wir uns mal alles vom Nahen an, ne?
Am aktuellsten hier wäre dieses Schubladensystem hier unten. Das habe ich mir auch bei Muji gekauft. Hat auch über 20 Euro gekostet. Ich glaube 23 oder 24 Euro. Wenn nicht sogar mehr. Da sind drei lange Schubladen drin. Und dort habe ich reingetan. In die oberste Schublade Lipglosse. In die mittlere alles mögliche in Stiftform. Ganz viele Mascaras, Eyeliner, Lipliner. Und da hat sich auch ein Lipgloss verirrt und so weiter. Und hier unten habe ich Creme-Lidschatten und ein paar Pigmente und auch hier Flüssig-Lidschatten zum Beispiel, damit ich halt in meinen Displays mehr Platz habe. Und hier oben, ja, so schaut es bei mir immer aus, alles voller Notizblöcke. Hier kann ich euch ja vielleicht mal zeigen. Das ist dieses von dem Astor-Event, wo wir Heidi Klum getroffen haben. Und hier haben wir auch alle dann so einen Block gekriegt und dort hat jeder von uns ein Autogrammchen gekriegt von der Heidi. So, dann habe ich hier ansonsten eigentlich nichts Interessantes. Auch weitere Notizblöcke, mein iPad. Dann hier ein Magnet. Wie nennt man das nochmal? PixArt. Das hat die Lil Gracie für mich gemacht zum Geburtstag. Und das ist hier magnetisch dran. Und dann ist das hier mein weiterer Schreibtisch. Und da habe ich links auch was Neues, nämlich diese runde Make-up-Aufbewahrung. Und dazu wollte ich euch noch Folgendes sagen. Das sind nämlich all die Sachen, die ich so am regelmäßigsten benutze. Also Everyday-Produkte von mir, damit ich die alle griffbereit habe und nicht aus den verschiedenen Displays oder Schubladen rausziehen muss, wenn ich es morgen eilig habe. Ich mache es sowieso öfters immer so, aber auch früher so, dass ich am Vorabend schon mal mir zurechtgelegt habe, was ich am nächsten Tag benutzen will an Schminke und das mache ich jetzt immer noch so und tue die ganzen Sachen hier rein, die ich für den Vortag brauche. Außerdem sind da Sachen drin, die ich zu wenig beachte und benutzen möchte und die zum Beispiel, wenn ich irgendwas zum Testen kriege, wie zum Beispiel hier von Kryolan diese Eyeshadow Base, die habe ich schon länger rumfliegen, habe die aber nie getestet und damit ich die aber auch wirklich anwende, tue ich die hier rein in meinem Everyday-Schmink-Aufbewahrungsdingen, damit ich es auch wirklich benutze. Ist aber auch eine gute Sache dafür, dass man morgens schneller in die Pötte kommt, anstatt dass man irgendwie erstmal sich einen zurechtsucht, womit man sich heute schminken will. Dann habe ich hier links eine Aufbewahrung, die ist von DM. Und ja, da werde ich öfters zu gefragt. Und ja, bei DM gibt es auch so Aufbewahrungssysteme und die sind auch nicht gerade günstig. Und hier habe ich alles so für die Haut eher. Hier sind Foundations drin, hier ist eine BB-Cream drin, hier ein Make-up-Fixing-Spray, hier habe ich einen Highlighter zum Beispiel und viele Flüssig-Highlighter. Dann hier noch so ein Skin-Match, so eine Kompaktcreme. Noch eine, die ich aber nicht gut finde, muss ich auch noch alles aussortieren. Und hier Eyeshadow Bases, das ist auch von Kryolan, was ganz interessant ist, ein Make-up-Blend. Das mischt man mit seinem Make-up, damit es sich besser verblenden lässt oder mischen lässt. Hier weitere Foundations, die ich testen wollte, Fixing Powder, alles Mögliche. Und ja, die Sachen für die Haut habe ich halt hauptsächlich dort drin. Und hier hinten habe ich übrigens, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, ein Foto von mir und meinem Bruder. Das ist schon ein bisschen was her, 2 Jahre her auf der Hochzeit von unserer Cousine. Jo. Das habe ich hierhin getan. Dann habe ich hier rechts auch noch so eine Karte. Die hat mein Freund mir mal mitgebracht. Hihi, voll süß. Und dann habe ich hier noch einen einzelnen Schminkspiegel. Den habe ich mir gekauft. Hallo Kamera. Bei TK Maxx. Da gab es mehrere, aber solche Stand-Make-up-Spiegel, die kriegt man ja überall. Ne? Und hier weiter links habe ich hier alle so ein paar Backstage-Pässe mir aufbewahrt als eine schöne Erinnerung von einigen Events. Und ja, ich mag das halt als Erinnerung hier mir dranhängen, weil das ja doch schon eine schöne Erfahrung ist. Und das ist irgendwie ganz süß, dieser Scherenschnitt vom Astor-Event und zum Beispiel dieses Essence-Catrice-Blogger-Event 2011. Das war eine Mordsgaudi und ja, solche Dinger hänge ich mir immer hier dran. Und weiter oben, da habe ich, was habe ich da? Ich habe mal die beiden Lichtröhren ausgemacht, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Da oben habe ich noch Bilder. Die Bilderrahmen habe ich mir auch bei TK Maxx gekauft. Hier mit Soraya in Hamburg und hier mit meinem Bruder auf den Philippinen. Und dann habe ich hier auch Kerze und dann habe ich hier meine Ted Baker Schminktasche hingetan. Und hier noch ein Bild mit den YouTubern.
Missy Scatterbrained, Empathy 25 und Little Gracie. Dort waren wir in Bonn. Und darunter ist noch ein Bild von meiner Familie auf den Philippinen. Und ja, hier weiter unten in den Schubladen. Da drin habe ich, wie gesagt, nicht extra aufgeräumt. Und wir gucken uns an, was wir in der ersten Schublade finden. Hier habe ich immer meine ganzen Sachen für die Haare drin. Also Haarbürste, Haargummis, Haaröle oder Hitzeschutzsprays. Da benutze ich zurzeit diese zwei Sachen. Eins von Manners und eins von Dove. Oder dieses hier von Manners benutze ich auch gern. Die Kopfhautpflege ist auch schon fast leer. Und hier hinten haben wir noch mehr Sachen. Und ja, genau, das sind halt die Sachen, die ich hier drin habe. Und zwar meine meistbenutzten Haarprodukte sind hier drin. In der zweiten Schublade habe ich meine Hautpflegesachen drin und meine Abschminkprodukte. Ich schminke mich hier ab und nicht im Badezimmer, weil ich benutze ja zum Gesichtsreinigen eine Reinigungsmilch und da ist ja Wasser nicht zwingend notwendig, beziehungsweise gar nicht notwendig und deswegen muss ich die Abschminksachen gar nicht alle unten im Badezimmer haben. Und ja, dann habe ich noch so ein Gesichtsreinigungswasser, damit kann man sich abschminken und das kann man auch als Tonic verwenden und das hatte ich vergessen in meinem letzten Haul-Video zu zeigen von Yves Rocher. Finde ich ganz gut eigentlich, aber es ist ein bisschen lasch so von der Abschminkwirkung, aber es ist ja auch dafür sehr, also nicht so aggressiv und ganz mild. Und zurzeit habe ich jetzt auch neu und benutze ich gerade zum ersten Mal diesen Toner von Essence, aber ich habe schon sehr viel Schlechtes darüber gehört, weil das wohl bei vielen zu Hautirritationen geführt hat. Dann habe ich hier noch Kosmetiktücher, dann hier feuchte Kosmetiktücher. Und da habe ich den tollen Tipp von einer Zuschauerin gekriegt, dass wenn ihr die irgendwo aufbewahrt, dann legt die immer andersrum hin, so dass die Feuchtigkeit immer in die ersten Tücher kommt, die ihr dann frisch rauszieht. Und das habe ich so übernommen, den Tipp, und deswegen tue ich die immer so kopfüber rein. Und dann habe ich hier noch Wattestäbchen, habe ich hier Wattepads, alles schön griffbereit. Hier sind meine meistverwendeten Gesichtsprodukte, die ich jeden Tag benutze, wie zum Beispiel mein EOS Lip Balm, dann meine Rivaldo Loop Hydrocreme, dann eine Nachtcreme von AUG, also für eine klärende Pflege, meine Augencreme und ganz viele andere Sachen. Und hier habe ich so eine Lippenstiftaufbewahrung zweckentfremdet. Dort habe ich nochmal eine Augen- und Nasensalbe, falls ich Hautirritationen habe, dann eine Mary Kay, so ein Mary Kay Augengel ist das, so Travel Sizes von Gesichtspflegeprodukten von Refresh habe ich auch zugeschickt gekriegt, habe ich noch nicht so intensiv testen können, weil ich so viel anderes Zeugs noch habe, dann Lippenbalsam, Lippenmaske von Mary Kay, ja, das benutze ich zurzeit alles. Und dann hier weiter drinnen, kann ich nicht komplett rausziehen, da sind so Sachen, die ich eher unregelmäßig oft benutze. Jo, das ist alles unter anderem in dieser Schublade, wie gesagt, alles Hautpflegetechnisches. Dann der dritten, oh Gott, ja, Kabelchaos. Da sind meine ganzen technischen Sachen drin, ja, falls man da was findet. Die ganzen Ladekabel, meine Headphones, dann Kugelschreiber, Scheren, Müllbeutel, alles Mögliche. Hier ist sogar von Hello Kitty eine Seifenblasenpistole drin. Keine Ahnung, wo ich die sonst hinpacken sollte. Und hier, ja, hier ist es nicht ordentlich. Ja, seht ihr ja auch. Genauso wie in der nächsten Schublade. Dort habe ich alle Quittungen und meinen ganzen Papierkram bezüglich YouTube aufbewahrt. Und auch so ein paar Zuschauerbriefe habe ich dort drin. Ich habe kein Postfach, nein. Ich hatte auch jetzt nicht vorgehabt, mir ein Postfach zu machen, weil ich es einfach ungerecht fände, wenn ich eins hätte, weil ich nicht die Zeit hätte, zurückzuschreiben. Es fällt mir ja so schon schwer, auf Kommentare zu antworten und deswegen fände ich es halt einfach nicht gerecht oder hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich Post kriege, aber nicht die Zeit habe zu antworten. Das ist ja auch schade für Zuschauer, wenn ich dann nicht antworte auf die Post. Deswegen mache ich mir einfach kein Postfach. So, und in der letzten Schublade, da habe ich alle meine Kerzen, ja, das, also nicht alle übrigens, sondern die ich zurzeit halt nicht anhabe. Und im Wohnzimmer habe ich noch mehr und hier oben habe ich ja auch eine an, habt ihr ja gerade gesehen. Und dort habe ich einige
Kerzen, wie ihr sehen könnt. Jawohl, ich liebe Kerzen, vor allen Dingen Duftkerzen. So, und ich trage die, ja, die geliebten Primark-Socken, wie ihr sehen könnt. Bei Schubladen ist es immer gut, wenn man solche Schubladeneinsätze hat, wo man dann alles so getrennt sich sortieren kann. Und das ist jetzt einfach nur aus einem, aus irgendeiner Schmink- oder Aufbewahrungsnähkiste war das, glaube ich. Und zum Beispiel, wenn ihr Glossy-Boxen habt oder hattet, dann könnt ihr den Deckel auch als Schubladenteiler verwenden. Oder hier ist auch die ganze Glossy-Box. Also wenn ihr irgendwo eine Box rumfliegen habt oder mehrere, dann könnt ihr die so in eure Schubladen tun. Dann könnt ihr euch alles ein bisschen besser organisieren und aufteilen innerhalb der Schubladen. Und hier hinten habe ich auch nur ein Kabelchaos. Da ist noch ein weiteres Videolicht von mir. Und hier ist so ein Karton nur mit Proben, also die Proben, die man zum Beispiel bei Douglas oder so zugesteckt kriegt. Und nun zu dem wahrscheinlich interessantesten Teil für euch von meiner Schminksammlung. Vorab sei aber gesagt, diese Trennwand, da kriege ich auch manchmal Anfragen zu, wo ich die her habe. Die habe ich mir vor Jahren mal bei dem Online-Shop Pharao24 bestellt. Müsst ihr einfach mal googeln, asiatische Trennwand, Pharao, was euch da bei Google ausgespuckt wird. Und hier habe ich halt Displays und die Kosmetik darin offen stehen. Und falls ihr das auch machen möchtet, dann sollte euch gesagt sein, dass das reinste Staubfänger sind. Das ist mir absolut klar. Und eine der meistgestellten Fragen, die ich kriege, ist halt, wo ich diese Displays her habe. Das sind Nagellack-Displays. Die habe ich bei Magno Nails damals gekauft. Ich weiß nicht, ob es die dort immer noch gibt. Ihr müsst einfach mal am besten vielleicht bei eBay suchen. Und da gebt ihr einfach Nagellack-Displays ein. Und da wird euch das schon angezeigt, wo man die bestellen kann. Oder direkt bei Google. Also da wird es auf jeden Fall irgendwelche Verkäufer geben, die solche Nagellack-Displays anbieten. Im Laden habe ich solche bisher noch nicht gesehen. Ihr könnt ja mal, wenn ihr einen Muji-Store in eurer Nähe habt, gucken, ob es da sowas gibt. Hier links habe ich in der weißen Tasse hier, das ist die My Melody-Tasse, die habe ich mal auf den Philippinen gekauft. Dort habe ich meine meistverwendeten Pinsel und hier sind noch weitere Pinsel von mir. Und hier in dem ersten Display habe ich so meine Lippenstifte und das sind auch alle Lippenstifte, die ich habe. Und ich habe es auch wieder geschafft, die Tage welche auszusortieren. Und ja, das sind dann die übrig gebliebenen Favoriten. Und wie ihr sehen könnt, habe ich echt viele MAC-Lippenstifte dafür, dass ich immer angepriesen habe, dass ich MAC gar nicht so toll finde. Aber ja, Lippenstifte, davon habe ich extrem viele. Was haben wir hier noch? Oben haben wir, wir zoomen mal ran, Rimmel, dann Max Factor, Estee Lauder, dann hier Burberry-Lippenstifte. Hier sind welche von Revlon aus der Colorburst-Reihe. Wie gesagt, hier die MAC-Lippenstifte, die ich habe. Und ja, so ein bunter Mischmasch aus allem. Hier vorne die hübschen von YSL und von Chanel und Dior und hier noch ein L'Oreal-Lippenstift. Das sind so meine Lippenstifte. So, hier habe ich dann Lidschatten und Lidschattenpaletten und ein paar Pigmente, alles fürs Auge halt. Hier unten habe ich noch weitere Gel-Eyeliner und ein paar Pigmente auch hier rechts in der Ecke. Dann, ja, halt alle möglichen Lidschatten, die ich so habe. Und hier rechts im letzten Display habe ich meine Blushes. Und hier habe ich zum Beispiel ganz viele Pot Rouges noch aus der alten Linie von Bobbi Brown. Und die halten ja auch ewig, deswegen ist es eigentlich ganz praktisch. Ich finde die alten auch besser als die neuen, weil in den neuen, da ist weniger drin. Die Verpackung ist nicht mehr so hochwertig und die sind, haben aber den gleichen Preis oder sind vielleicht sogar teurer. Und hier sind meine Sleek Blushes hier, da. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann noch eine Palette hier hinter. Die finde ich echt schön, aber die ist eigentlich nur für helle Hauttypen, sieht man ja auch am Konturton. Aber das, dieses Rouge, das ist so schön. Und das ist halt dieses Sleek Face Form Contouring and Blush Palette für blasse Haut. Fair. So. Und ja, und das sind die anderen Sachen, die ich habe. Dann hier ganz rechts habe ich dann die meistgetragenen Nagellacke von mir, beziehungsweise die, die ich jetzt in der Herbst-Winterzeit eher trage. Also ich sortiere das immer aus. Ich habe meine Nagellacke alle in dieser runden Box von Nanunana, die ich euch gerade gezeigt habe. Und da sortiere ich immer die Nagellacke raus, die ich in der Saison gern tragen möchte. So, und dann heute trage ich, dreimal dürft ihr raten,
Von Essie. Natürlich Penny Talk. Ist ein bisschen abgetragen mittlerweile schon, aber das ist halt der Nagellack, den ich heute drauf habe, falls ihr euch das gefragt habt. Dieses Aufbewahrungstürmchen habe ich auch von DM. Und hier unter dem Tisch, vielleicht auch ganz interessant für euch, hier habe ich jetzt alles, was ich verlosen werde. Alles, so Sachen, die ich entweder nicht mehr benutze oder Sachen, die brandneu sind von Firmen, also die ich von Firmen zugeschickt gekriegt habe und für Verlosungszwecke aufbewahre. Und das ist wirklich vollgepackt. Meine Freundin war gerade da und hat nicht schlecht gestaunt, was da alles drin ist. Wie gesagt, manche Sachen eher für einen Blog-Sale, weil sie halt von mir gekauft und schon benutzt sind. Und aber sehr viele Sachen, die brandneu sind, wie zum Beispiel diese Mimimi-Palette. Und falls ihr auch was gewinnen möchtet, ich mache nächsten Monat einen Adventskalender auf meinem Kanal. Und da wird es jeden Tag was zu gewinnen geben. Und da werde ich eine Menge von dem Zeug los. Auch hier ist noch was drinne. Und hier ist auch noch was und auch so Fashion-Sachen zum Beispiel. Ich weiß nicht, sieht man die? Genau, auch diese Handtasche, die werde ich auch verlosen. Ja, da kommt was auf euch zu, würde ich sagen. Und diese weiße Hochglanzplatte hat mein Freund angebracht an einem Schrank. Und hier unten ist das reinste Chaos eigentlich. Da sind jetzt hauptsächlich Bodylotions. In der goldenen Tasche, da sind alle meine Nagellack-Pflegesachen. Und Feilen und Cremes und so weiter. Hier sind Schminktaschen. Da unten sammeln sich noch mehr Schminkaufbewahrungstaschen und Schminkkoffer. Und hier in dieser Hello Kitty-Tüte, da sind alle Haarstyling-Sachen drin, die ich nicht so oft benutze. Haarspray, Haarschaum zum Beispiel. Und ansonsten habe ich hier in der Ecke noch ein paar Paletten. Und diese Box hier, die ist von TK Maxx, aber es gibt solche Boxen zum Beispiel auch bei Nanunana. Dieses Aufbewahrungssystem hier ist auch von TK Maxx. Ja, das war's im Prinzip jetzt so. Und hier weiter links, da haben wir nur einen Reiskocher. Nein, ihr wisst ja schon, was das ist. Das ist eine Spardose. Eine pinke Reiskocher-Spardose. Von den Philippinen. Und dahinter ist eine Jewel-Kerze. Das ist eine Duftkerze, da ist Schmuck drin. Also finde ich übrigens ganz, ganz toll. Mal abgesehen von dem enthaltenen Schmuck finde ich die Qualität der Kerze an sich sehr gut. Und darüber werde ich noch in meinem Fashion-Fun-Video reden. Und ansonsten hier auf der Fensterbank habe ich hier noch ganz viele Macaron-Duschgels von CCW Paris. Die werde ich auch alle verlosen. Und noch ein paar Notizbücher, Beamer, also uninteressant eigentlich. Dann zum Stuhl, den habe ich von Ikea und auch dieses Fake-Fell und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und man sieht es vielleicht, das ist ganz, ganz hart und zottelig, also ich empfehle das nicht. Das kostet zwar nur 10 Euro, aber das bringt es total nicht. Ist überhaupt nicht kuschelig, sieht überhaupt nicht schön aus, deswegen würde ich den Kauf davon nicht weiterempfehlen. Und dieses Kissen, dieses Bunny-Kissen, das gab es zu Ostern bei Moodrush. Das ist ein Online-Shop, den kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken. Und ich weiß nicht, kann ja sein, dass die immer noch dieses Osterkissen haben. Ich fand das so, so süß. Das hat mich voll an Sailor Moon erinnert. Und dann unter dem Tisch, da habe ich einfach nur einen Mülleimer, so einen lilanen, den habe ich bei TK Maxx gekauft, genauso wie diese große Aufbewahrungsbox. Da habe ich im Moment, da guckt eine iPad-Tasche, nee, nicht eine iPad-Tasche, eine Notebook-Tasche guckt da raus. Da habe ich im Moment meine ganzen Styling-Geräte drin. Ne? Hier habe ich meine Kamera, das ist eine uralte, die Nikon D60. Aber ich überlege, ob ich mir eine neue Spiegelreflexkamera holen soll, auch zum Filmen. Und da muss ich aber gucken, ob ich dafür an mein erspartes Geld dran gehen will. Und ja, wie gesagt, eine Notebook-Tasche von Tokidoki fliegt hier auch rum. Und ja, dann habe ich hier einfach nur für die Erinnerung an alte Zeiten noch das BGB und das ZPO. Und das habe ich mir letztens von meiner Mutter bei meinen Eltern nochmal mitgenommen, einfach zur Erinnerung an meine Reno-Zeiten, also als ich die Ausbildung zur Rechtsanwaltsnotarfachangestellten gemacht habe. Wie man sehen kann, sehr fleißig beklebt. Und ja, das war es halt unter meinem Tisch. So, und das war es jetzt von meiner Schminkecke und meinen Organisationstipps. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, falls ihr irgendwas gesehen habt von den Produkten, wo ihr lieber
noch ein separates Video zu haben wollt, also ein Review oder so. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video weiterhelfen und ich fände es super cool, wenn ihr beim nächsten Video von mir wieder mit dabei seid. Also bis dann, ciao!